Heute habe ich mal wieder einen Tag für euch, da ich keine Ahnung hatte, was ich sonst für euch hätte drehen können. Und da es noch so viele Tags gibt, die ich noch nicht gemacht habe, dachte ich mir, ich mache mal wieder einen Tag. Und zwar mache ich heute den Tag Mein Leben in Büchern und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Erstens, such dir je eins deiner gelesenen Bücher für jedes deiner Initialen heraus. Und ich habe mich hier entschieden, zum einen für Spinnenkuss von Jennifer Estep. Das ist ja der erste Teil der Elemental Assassin Reihe und ich mag diese Reihe total und ich finde die Protagonistin Jin in diesem Buch einfach nur mega gut. Diese Frau ist so kickass. Ich meine, sie ist eine Auftragskillerin, sie hat es einfach drauf. Aber ich mag sie einfach total, sie ist mir super sympathisch. Ich mag diese Reihe total und deswegen habe ich mich hier für Spinnenkuss entschieden. Und bei dem zweiten Buch habe ich mich entschieden für Ewig Dein von Janet Clark. Ich fand dieses Buch so ultra gut. Es war so ein Jugend-Fantasy-Krimi-Roman und es hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen. Ich freue mich schon auf den zweiten Teil. Ich hoffe, dass der noch übersetzt wird und dass der ganz, ganz bald erscheint. Und ja, es war einfach eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und ich kann euch dieses Buch wirklich nur empfehlen. Wenn ihr mal Lust auf ein anderes Jugendbuch habt mit einer schlichten Story, aber dafür sehr, sehr gut und wie gesagt mit so ein bisschen Krimi-Elementen, dann solltet ihr euch Ewig Dein von Janet Clark auf jeden Fall angucken. Ich fand dieses Buch einfach total mega gut. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen und ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Zweitens, stell dich vor dein Bücherregal und zähle dein Alter entlang der Bücher ab. Bei welchem Buch landest du? Und hier bin ich gelandet bei Rette mich vor dir von Tahereh Mafi. Das ist der zweite Teil der Shatter Me Trilogie. Und ich fand diese Trilogie unheimlich gut. Das war die erste Reihe, wo ich wirklich gedacht habe, so, oh mein Gott, jetzt ändert sich nochmal alles. Und auch diese Liebesbeziehung in diesem Buch hat sich dann nochmal komplett gedreht und geändert. Und das hätte man im ersten Teil einfach nicht gedacht, dass das überhaupt möglich wäre, dass sich das so nochmal ändern würde. Und ja, hat mir einfach ultra gut gefallen, die Reihe. Und auch der zweite Teil, Rette mich vor dir, fand ich damals mega gut. Ich kann euch diese Reihe wirklich nur empfehlen. I love it! Ich muss sie irgendwann mal rereaden. Fand sie ganz, ganz toll. Drittens, such dir eins deiner Bücher raus, das in deiner Stadt, deinem Bundesland oder deinem Land spielt. Also Stadt und Bundesland können wir schon mal gleich vergessen. Es gibt keine Bücher, die in Erfurt bzw. Thüringen spielen, also zumindest nichts, was ich lese. Und ich habe sehr, sehr lange gesucht, bis ich ein Buch gefunden habe, wo ich mir ziemlich sicher war, dass es in Deutschland spielt, also zumindest zu Beginn der Geschichte. Und zwar habe ich es rausgesucht, Wir fliegen, wenn wir fallen von Ava Reed. Das ist eine ganz, ganz tolle, süße Liebesgeschichte und es geht hier um zwei Menschen, die trotz dieser Umstände, wie sie sich kennenlernen, eine ganz, ganz tolle Zeit miteinander erleben. Und ja, es war ein ganz, ganz tolles Buch und ich mochte es total und das ist so das einzige Buch, was so in meinem Land spielt, mit was ich besitze. Ich lese wirklich größtenteils Bücher, die in Amerika spielen. Ich mag das auch total, wenn Bücher in Amerika spielen. Ich weiß nicht warum, aber ja, so in Deutschland spielen die Bücher, habe ich nicht wirklich viele, deswegen Wir fliegen, wenn wir fallen von Ava Reed. Und ich mag auch das Cover immer noch total. Total. I like. Ich kann es nochmal zeigen. Ich finde es ganz, ganz toll. Viertens, jetzt suche ein Buch heraus, das einen Ort repräsentiert, an den du gerne reisen würdest. Und ja, hier ist es mir nicht schwer gefallen, ein Buch zu finden. Ich habe mich hier entschieden für Hashtag Folge deinem Herzen von Jacqueline Fellgut. Dieses Buch spielt in New York und ich würde so gerne mal nach New York reisen. Und ja, deswegen habe ich mich hier für Hashtag Folge dein Herz entschieden. Irgendwann komme ich mal nach New York in meinem Leben noch. Wann das sein wird, weiß ich nicht. Irgendwann einmal werde ich New York besuchen und ach ja, ich finde das so cool. So Central Park, Empire State Building, das alles sich mal anzugucken, die Freiheitsstatue, fände ich mega. Und ja, dieses Buch verkörpert quasi das alles und dieses Buch vermittelt auch so ein ganz, ganz tolles New York-Feeling beim Lesen. Deswegen habe ich mich hier für Hashtag Folge in deinem Herzen entschieden. Eines der besten Bücher, die ich letztes Jahr im Übrigen gelesen habe. Wer es noch nicht kennt, sollte es sich auf jeden Fall mal mit anschauen. Ich finde es ganz, ganz toll. Fünftens, was ist deine Lieblingsfarbe? Fällt dir ein gelesenes Buch ein, dessen Cover in dieser Farbe gehalten ist? Also bei mir ist es immer so eine Sache mit Lieblingsfarben, die wechseln gern mal. Also im Prinzip ist meine Lieblingsfarbe Rot und alles, was so in Rot-Magenta-Tönen ist. Und ich habe mich hier entschieden für Infernale von Sophie Jordan. Das ist zwar mehr Richtung rosa-pink gehend, aber ich mag halt alles, was in solchen Farben ist, total gerne, was so Rot-Magenta-Pink-Töne sind. Mag ich so als Farbe an für sich ganz, ganz gern. Aber ich
trage diese Farben selber nicht sehr, sehr gerne. Also so klamottentechnisch ziehe ich die nicht gerne an, aber ich mag die Farbe so bei Büchern total. Deswegen habe ich mich hier für Infernale von Sophie Jordan entschieden. Sechstens, an welches Buch hast du die schönsten Erinnerungen? Und es gibt einige Bücher, wo ich schöne Erinnerungen habe beim Lesen. Ich habe mich jetzt aber hier mal wieder für den Klassiker entschieden und zwar für Göttlich Verdammt von Josephine Angelini. Denn das war so die erste Buchreihe, die mich wieder so richtig so zum Lesen animiert hat, wo ich wirklich wieder richtig Freude hatte beim Lesen, wo ich beim Lesen dachte, wow, wie toll ist das denn? Was ist das denn für eine coole Geschichte? Und ja, diese Reihe hat definitiv meine Liebe zum Lesen wieder erweckt und deswegen habe ich mich hier für Göttlich Verdammt von Josephine Angelini entschieden und ja, ich mag diese Reihe immer noch total und ich werde sie irgendwann definitiv nochmal lesen. Ich möchte sie schon so lange rereaden, aber irgendwie mit meinem Sub, ne, wird das ja immer nichts. Aber ich kann euch diese Reihe wirklich nur empfehlen, wenn ihr gerne Göttergeschichten lest, dann schaut euch Göttlich auf jeden Fall an. Sie ist ganz, ganz toll, diese Reihe. Siebtens, bei welchem Buch hattest du die größten Schwierigkeiten, es zu lesen? Und wer mich jetzt schon eine Weile verfolgt, wird es wissen. Und zwar halte ich jetzt mal diesen Klopper hier hoch, und zwar Die Spiegelstadt von Justin Cronin. Das Buch halte ich jetzt mal stellvertretend für die komplette Passage-Trilogie hoch. Denn bei allen drei Teilen war es bei mir so, dass diese Geschichte so wahnsinnig viel Input hatte und so wahnsinnig ausschweifend und ausladend war, dass ich hier wirklich jeden Tag nur 50 Seiten lesen konnte. Mehr konnte mein Hirn nicht verarbeiten, was diese Geschichte betraf. Denn diese Geschichte hat so viele Handlungsstränge und so viele Charaktere und auch die Nebencharaktere haben ja alle eine Hintergrundstory bekommen. Und es war einfach der Oberhammer. Also diese Geschichte ist so episch und so umfassend und so gut ausgearbeitet, aber halt durch ihre Detailtreue auch natürlich sehr schwer zu verarbeiten. Und mein Gehirn hat das nicht so ganz hinbekommen, da so viel von auf einmal zu verarbeiten. Deswegen habe ich, wie gesagt, diese Bücher wirklich in Etappen gelesen und auch über einen Monat komplett gelesen immer. Aber es ist eine wahnsinnig tolle Reihe und ich hatte bei dieser Reihe definitiv die größten Schwierigkeiten mit dem Lesen. Denn wie gesagt, es war sehr, sehr anstrengend, aber auch unheimlich gut. Diese Story ist der Oberhammer und jeder, der gerne so, naja, was ist dieses, was ist das eigentlich für eine Reihe? Ist das ein Thriller? Ist das Fantasy? Ich weiß gar nicht, in was für ein Genre ich das stecken würde. Ich würde sagen, es ist eine, na, Fantasy ist es ja gar nicht. Also ich würde sagen, es ist eine Urban-Fantasy-Geschichte, die einen sehr, sehr großen Thriller und auch so ein bisschen einen Horroranteil hat. Aber sie ist so unglaublich gut. Also ich mochte diese Reihe total. Und jeder, der diese Elemente gerne in Büchern hat, sollte sich die Passage-Trilogie von Justin Cronin auf jeden Fall mit angucken. Sie ist so episch, sie ist so gut und ja, sie ist so schwierig beim Lesen. Deswegen bei siebtens definitiv die Passage-Trilogie. Damit wären wir dann auch schon bei der letzten Frage und die lautet, welches Buch auf deinem Sub wird dir das größte Gefühl verschaffen, etwas geleistet zu haben, wenn du es fertig gelesen hast? Und hier könnte ich ja quasi jedes mega dicke Buch in die Kamera halten. Ich habe mich jetzt bei dieser Frage aber entschieden für After Forever von Anna Todd. Das ist der letzte und vierte Teil der After Passion Reihe. Denn wenn ich dieses vierte Buch dann irgendwann mal gelesen habe, wenn ich natürlich vorher alle anderen drei Bücher gelesen habe, die alle ultra dick sind, dann habe ich, glaube ich, wirklich das Gefühl, was geleistet zu haben. Denn alle vier Bücher handeln von dem gleichen Pärchen. Und sowas ist eigentlich ja gar nicht meins. Und ich weiß nicht, warum ich damals diese Bücher gekauft habe. Ich fand diesen Hype, der hat mich damals irgendwie angesteckt und ich musste sie haben. Und jetzt denke ich mir so, what the fuck hast du dir da angetan? Das sind vier Bücher vom gleichen Pärchen und alle vier Bücher sind so ultra dick. Du wirst so genervt sein beim Lesen. Und ja, deswegen denke ich, werde ich sehr erfreut sein, wenn ich den vierten Teil dann irgendwann mal gelesen habe und werde dann für mich denken, ja, du hast es geschafft. Du hast es hinter dir. Und ja, ich weiß nicht, wie die Bücher mir gefallen werden und ob ich wirklich es schaffe, bis zum vierten Teil durchzuhalten. Wir werden sehen, wenn ich sie irgendwann mal anfange zu lesen. Im Moment liegen sie alle noch ganz brav auf meinem Sub und schrecken mich ab. Und ja, aber das ist, glaube ich, so das Buch, wo ich mir am ehesten denke, ich habe was geleistet, wenn ich all diese vier Bücher gelesen habe. Anna Todd-Fans da draußen werden jetzt denken, so, lest diese Bücher, die sind so, so toll und so gut und es wird dir so viel Spaß machen und ja, irgendwann wird es mich packen und dann werde ich sie lesen und dann werde ich euch auf jeden Fall sagen, wie ich sie finde.
Und ja, aber momentan schrecken sie mich eher noch ein bisschen ab. Das war auch schon der Mein Leben in Büchern Tag. Es sind nur kurze 8 Fragen gewesen. Ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken. Bei Fragen, Wünschen, Anregungen zum Video gerne unten in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.